Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium Laudanum und Kleinbonum liegen. Zunächst wollen wir aber unseren Blick auf ein kleines Dorf irgendwo in Gallien werfen, das dem von Asterix zum Verwechseln ähnlich sieht. Scheinbar herrscht dort tiefer Friede, doch in Wirklichkeit gehen hier seltsame Dinge vor. Denn das Dorf wird geteilt durch einen großen Graben, der es unmöglich macht, von der einen Hälfte in die andere überzuwechseln. Griesgramix wurde von der linken Dorfhälfte zum Häuptling erkoren. Auch wenn es denen da drüben nicht gefallen wird, der unumstrittene Häuptling des Dorfes bin ich. Grobianix dagegen ist der von der rechten Dorfhälfte gewählte Häuptling. Das Dorf bin ich! Um dieser Situation gerecht zu werden, fand man in manchen Fällen recht praktische Lösungen. So hat zum Beispiel jede Dorfseite ihr eigenes Tor. An anderer Stelle fehlt es allerdings noch an diesen praktischen Lösungen. So steht der einzige Brunnen im Dorf mitten im Graben. Unerreichbar. In der Hütte des Häuptlings Griesgramix gibt es gerade eine Auseinandersetzung. Also ehrlich, Vater, so geht's nicht weiter. Der Graben ist eine Plage für unser Dorf. Grünix, mein Sohn, ist das etwa mein Fehler? Dieser Verräter Grobianix hat auf ganz gemeine Weise Wähler bestochen, um ihre Stimmen zu gewinnen. Mit Hilfe seines Komplizen, dieses grässlichen Gräulix, hatte er die Stirn, sogar Kinder im zarten Säuglingsalter für sich stimmen zu lassen. Kommende Generationen werden einmal eine schöne Meinung von ihren Vorvätern haben. Kurz und gut, Vater, hast du einen Vorschlag? Ja, mein Junge. Ich habe beschlossen, mich an die drüben zu wenden. Dazu habe ich eine kleine Ansprache vorbereitet, die sich gewaschen hat. Zur gleichen Zeit in der Hütte des Häuptlings Grobianix. Oh, Vater, weißt du noch, wie glücklich unser Dorf zu Zeiten unseres Einheitshäuptlings Asthmatix war? Quatsch. Der alte Gauner hat nur einmal tief Luft geholt und ist dann Hals über Kopf mit den gesamten Steuereinnahmen des Dorfes abgehauen. In Wirklichkeit ist dieses Großmaul Griesgramix an allem schuld. Der hat die Stimmen gestohlen, die mir von rechts wegen zustanden. Grinoline hat recht. Wir brauchen einen Einheitshäuptling an der Spitze des Dorfes. Und du musst es denen drüben sagen und beweisen, dass du der Mann dafür bist. Genau, Gräulix. Die werden mir schon ins Netz gehen. Und kurz darauf versammeln sich die beiden Dorfgemeinschaften jeweils auf ihrer Seite des Grabens. Meine Freunde und Brüder, schart euch unter den Schutz meines Schildes von Eisen, Gold und Silber. Symbole für Frieden, Arbeit und bezahlten Urlaub. Hört nicht auf Grobianix. Der große böse Wolf will euch doch nur rupfen bis zu den Flügeln eurer Helme. Kommt zu... Aber da fliegen schon die faulen Tomaten über den großen Graben. Das Volk gibt euch die Antwort auf die verleumderischen Einschmeichelungen von Griesgramix, diesem durchtriebenen Demagogen, der bereit ist, unsere Wiedervereinigung zu opfern, nur um seine unersättliche Machtgier im Dienst des römischen Adels zu stillen. Freunde, kommt und überschreitet den trennenden Graben. Ich warte euch ab. Und da sind wieder die Tomaten. Diesmal allerdings von der anderen Seite des großen Grabens. Tja, wenn ihr wollt, dann können wir das sofort hier und heute erledigen, ihr Hungerleider. Von mir aus, du und deine degenerierte Bande, euch werde ich schon zeigen. So zieht die gespaltene Gemeinschaft durch die beiden Tore vor ihr Dorf, wo kein Graben sie an irgendwelchen Diskussionen hindert. Kommt, Jungs, ich zähle auf euch. Ihr seid die Elite. Zeigt ihnen, dass das linke Viertel die bessere Hälfte ist. Freunde, das ganze rechte Viertel des Dorfes blickt auf euch.
Nieder mit diesem Gewürm! Und dann kracht's. Irgendwann ist allerdings die Luft raus. Jeder taumelt wieder auf seine Seite. Bravo, Kinder! Diesmal haben wir es hoffentlich kapiert. Jetzt können wir uns zurückziehen. Oh, Kinderchen, ich bin zu Tränen gerührt. Wir können nach Hause gehen. Denen da drüben haben wir eins ausgewischt. Später in der Hütte von Grobjaniks. Was hast du bei dieser Schlacht gewonnen? Gar nichts. Im Gegenteil. Der Graben zwischen den Bewohnern unseres Dorfes ist nur noch größer geworden. Liebe Tochter, du verstehst nichts von Politik und Strategie. Geh auf dein Zimmer und lass uns allein. Wie du willst. Hast du das gehört, Gräulix? Wenn wir nicht aufpassen, hat sie bald die Hosen an. Naja, man muss zugeben, dass die heutige Auseinandersetzung ein Schlag ins Wasser war. Tja, die Lage ist einigermaßen verzwickt. Ich kann euch aber trotzdem einen Vorschlag machen, Grobianix, unser Chef. Gewährt mir Grenolines Hand und ich löse euch eure Probleme. So, so. Und was ist die Lösung? Die römische Armee. Wie? Glaubst du nicht, dass du da ein bisschen zu weit gehst, Gräulix? Die Römer? Und wieso sollten sie mir eigentlich in dieser Sache zu Hilfe kommen? Ich weiß, wie ich die Garnison, die hier in der Nähe ist, überzeugen könnte. Lasst mich nur machen. Und binnen kurzem seid ihr der Chef des ganzen Dorfes. Ich hab's nicht gern, wenn sich fremde Leute in unseren Privatkram mischen. Am wenigsten die Römer. Trotz des römischen Friedens sind sie nach wie vor unsere Feinde. Keine Angst. Sobald die Affäre geregelt ist, gehen die wieder friedlich in ihr Lager zurück. Einverstanden. Hand drauf, Gräulix. Ich verlasse mich auf dich. Aber du wirst erst mein Schwiegersohn, wenn ich alleiniger Häuptling des Dorfes bin. Die Sache ist so gut wie geritzt. Papa! Das Zimmer von Grenoline liegt übrigens direkt über dem Wohnraum der Hütte. Es ist nicht schön, am Fußboden zu lauschen, Grenoline. Es ist wirklich nicht schön, aber dafür aufschlussreich. Grübeline, meine gute Amme, sei so nett und geh zu Grünix und sag ihm, dass sich Unheil zusammenbraut. Er soll mich heute Nacht auf meinem Balkon besuchen. Na los, beeil dich! Nachts trifft man sich auf dem Balkon. Gräulix will die Römer bitten, meinem Vater zu helfen, das Dorf völlig zu erobern. Und mein Vater hat ihm zum Dank dafür meine Hand versprochen. Ach, diese ruchlose Ränke. Aber wieso vertraust du mir das an, wo ich doch von drüben bin? Weil du das einzig vernünftige Lebewesen in diesem Dorf von Verrückten bist. Und ich nicht die Frau von Gräulix werden möchte. Ich falle! Gräulix, bist du verletzt? Nein, ich bin auf etwas Weiches gefallen. Das Weiche war Gräulix, der gelauscht hat. Und jetzt gibt es natürlich Zoff im Hause Grobjaniks. So ist das also. Meine eigene Tochter steckt mit dem Feind unter einer Decke. Verrat im eigenen Hause. Und mein eigener Vater schämt sich nicht, die Römer zu Hilfe zu rufen, um unsere eigenen Brüder zu bekämpfen? Schweig, undankbare Tochter! Ich lass dich in dein Zimmer sperren, und du wirst erst wieder herauskommen, um die Frau von Gräulix zu werden. Niemals! Eher werde ich Vestalin! Nichts überstürzen, Grobianix. Geduld und Zeit bringen mehr als Gewalt und Streit. Süße, grazile Grenoline, beruhige dich. Nimm dieses kleine, bescheidene Sträußchen an. Behalt dein Strauß! Und hier hast du die Vase dazu! Oh, welches Temperament! Unterdessen auf der anderen Seite.